Evet, yetersiz alkış diyorlar, lütfen. Büyük bir alkış lütfen, büyük bir alkış, bravo! Şimdi, du machst deinen Kombi, los. Bam, 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 bam. Muss gerade bleiben, ich renne mal schief. Hadi. Cevat abim dedi ki Yakup sen ne kadar uzatırsan o kadar iyi. Nerede Cevat abi? Şimdi ich kann das auch gleich auf Deutsch nochmal erklären. Die seit 4-5, die sind seit 3-4, seit 5 Monaten dabei. Die werden auch jetzt den ersten Jungen, also Formlauf werden sie vorführen, alleine ohne Kommando. Also innerhalb von 4 bis 5 Monaten kann man so aussehen, wenn man zum Mühsport kommt, ja? Ich muss ja jetzt ein bisschen Werbung machen. Okay, alle mal Füße zusammen. Verbeugen, schmücheln, Achtung und los. Sau! Schmied!
Ja, ein Applaus, ne? Das sieht so einfach aus, aber es ist nicht so einfach. Es sind 19 Bewegungen, die man auswendig lernen muss. Dankeschön an euch. Bis ihr zusammen? So ein Jahr. Und die wollen euch den zweiten Yong, also zweite Formlauf, wollen sie zeigen. Schmü stehen. Also erstmal Füße zusammennehmen. Verbeugen. Schmü. Fertig. Und los. Sehr gut. Füße zusammennehmen. Verbeugen. So. Dritte Form. Fertig. Und los. Dankeschön. Füße. Dankeschön, Selim. Einer davon, Mohammed, ganz am Ende, ist auch ein Weltmeister. Wir haben 8 bis 9 Weltmeister bei uns, die bei uns trainieren, im Newsport. Wir sind Amateur, aber da ist eine, Rabia, heute macht sie nicht mit. Wir haben 9 Titel mit nach Kiel gebracht letztes Jahr. Dieses Jahr im Oktober sind wir in Nordhorn in Deutschland. Ist wieder so eine Weltmeisterschaft. Es ist alles Amateur, aber es ist nicht so einfach. Und unsere Jungs trainieren dafür, auch die Mädels. Dieses Jahr sind wir auch dabei. Mal schauen, ob wir dieses Jahr auch noch schaffen. Füße zusammennehmen. Wir werden uns den 12. Yong jetzt präsentieren. 12. Yong, 12. Form aus dem Taekwondo. Nein, du machst Show. Wow, danke schön. Bisschen zusammen. Sehr gut, verbeugen.
Kriegst du ran. Mädchen, guck in die Augen. Ihr seid danach zu.